Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris, schön, dass du bzw. ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einem kleinen Preview-Special zu dem neuen Erweiterungspack in Die Sims 4 verliebt. Und zwar als Teil des EA Creator Networks habe ich einen Early Access Zugang bekommen von EA. Vielen Dank nochmal dafür. Dankeschön für diese Möglichkeit, euch der Community schon vorab kleine Sachen bzw. Sachen aus dem Pack zu zeigen. Und ja, dieses Video wird unter Werbung laufen und ich würde sagen, wir schnapseln einfach gar nicht mehr so viel, sondern ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was es euer Lieblingsteil ist und was ihr generell von dem Pack haltet. Und hallihallo und herzlich willkommen. Hier sind wir im Cars-Modus von dem neuen Erweiterungspack Verliebt. Wie ihr hier unten seht, ich habe schon gefiltert nach Verliebt. Und wir werden uns jetzt einfach mal ganz schnell hoffentlich in diesen wundervollen Cars verlieben. So ein Erweiterungspack Cars-Vorstellungsvideo habe ich actually noch nicht gemacht. Aber wir schauen einfach mal. Ah, ich sehe schon, wir haben hier einen wunderschönen neuen Baum. Guckt ihn euch an. Ist er nicht cute? Ist er nicht süß? Wir lieben diesen Baum abgrundtief und ich bin wieder vorbereitet, wie immer. Wir hätten mal vorher vielleicht die Beam Object eingeben sollen, weil das wird uns, glaube ich, ein bisschen heute helfen bei den ganzen Sachen, die wir hier wahrscheinlich gleich alle sehen werden. Dann haben wir hier was Neues. Hier? Nö? Nö? Oh, doch. Wir haben hier ein, was ist das? Länglicher Brunnenstrahler. Dieser Brunnenstrahler ist ein einzigartiges Stück, das perfekt geeignet ist, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. So sieht der gutste aus, hier unser kleiner Strahler. Wir haben ihn in... Oh, es sind sogar... Oh, oh, guck, wir haben ihn in mehreren Varianten. Let's go. Hier mache ich mal dahin. So, gucken wir mal, ob wir hier die Farben ändern können. Aber selbstverständlich... Okay, das sind sehr knallige Farben, gebe ich zu. Ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, diese knalligen Farben, aber den Brunnenstrahler an sich finde ich cool. Der ist mal was Neues. Können wir hier in diesem Grün, in diesem Beige, in diesem Grau und in diesem Schwarz. Ja, sehen aus wie kleine lustige Gläser, aber da wird auf jeden Fall, denke ich, viel mitgebaut werden. Denn es ist einfach großartig. Dann haben wir hier Pools. Wir können da jetzt runde Pools machen. Ich denke mal, das wird damit dazu kommen. Und dann haben wir hier tatsächlich, werde ich mal eine Wand ziehen. Eine etwas längliche Wand. So. Haben wir hier neue Säulen. Guckt es euch an. Holzstützen. Einmal hier haben wir sie. In verschiedensten, in 1, 2, 3, 4 Varianten. Haben wir sie. Wir platzieren mal alle vier, damit wir auch ja alle vier sehen. So, alle vier gibt es in verschiedenen Farben. Schwarz, blau und rot. Und dann haben wir hier nochmal, oh, leuchtende Holzblockade. Oh, da haben wir ein paar mehr von tatsächlich. Ich versuche mal hier alle zu platzieren. So, zum Glück haben wir so eine lange Wand gezogen. Denn die gibt es hier echt in weiß ich nicht wie vielerfache Ausführung. Holy shit, 3, 6, 9 und 11. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Sonst kriegt Chris wieder Ärger, dass ich nicht alles zeige. Nicht alle Farbvarianten. Wisst ihr, wie ich meine? Dann kriege ich wieder eine auf den Deckel. Und das wollen wir ja nicht, oder? Das wollen wir ja nicht. Also ich will das nicht. So. Dann haben wir hier die verschiedensten Varianten. Ich färbe die mal schnell um. Das ist natürlich crazy. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wir werden das Ganze gleich mal in den Nachtmodus schalten und walten und werden uns das Ganze dann einfach mal angucken, wie das Ganze bei Nacht aussieht. So. Sie leuchten. Schade, dass die nicht leuchten. Das wäre auch cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie leuchten. Gebe ich ehrlich zu. Hätte ich tatsächlich gedacht, aber hier so eine Leuchtstrahler mit Licht vor allen Dingen bei Nacht, finde ich eigentlich ganz cool. Und wir haben neue Spandrillen. Hier sind sie. Ich werde es jetzt einfach mal hier so machen, da sehen wir sie ja. Wo ist die Wand? Da. Das sind die neuen Spandrillen. Die gibt es auch in den verschiedensten Farben. Ich werde jetzt hier nicht jede Spandrille platzieren, seht es mir bitte nach. Aber wir haben sie hier in verschiedener Farboptik. Das ist auch cool hier mit diesem Weiß und mit dem Gold. Schaut schon schau aus, muss man einfach mal sagen, ne? Sieht schon nicht schlecht aus, Herr Specht.
Gebe ich hier ehrlich zu. Auch wenn ich von den Farbvarianten nicht so der Fan bin, aber das hier sieht schon cool aus. Das passt schon. Dann haben wir einen neuen Zaun. Und zwar diesen hier. Das ist der neue Zaun. Wir ziehen ihn hier einmal lang und gucken mal, was wir hier für Farbvarianten haben. Genau die gleichen wie eben gerade auch schon. So. Und dann hier. So. Gibt es in verschiedenen Musterungen und Farbvarianten. So. So. Hier haben wir das Blau. Dann haben wir hier diesen güldenen. Und nochmal hier den schwarzen. Und nochmal einen schwarzen. Hat tatsächlich alles unterschiedliche Musterungen. War, glaube ich, auch so bei den Spandrillen. Tatsächlich so, dass sie alle verschieden haben. Finde ich cool. Den hier finde ich ganz cool in Schwarz. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Den finde ich auch ganz nice. Ist eine coole Optik auf jeden Fall. Passt. Und dann haben wir hier auch eine passende neue Treppe hinzu. Platziere die mal hier hinten. So. Und so. Und kann ich sie mal langziehen, sodass wir die dann auch. Oder muss ich die dann immer einzeln. Achso, nee, da muss ich sie jetzt immer einzeln platzieren, ne? Okay. Machen wir mal schnell. Und gucken, was es da für Farbvarianten gibt. Damit wir auch die gesehen haben. So. Und so. Und so. Wie viele haben wir dann? Ach, du liebe Lieschen. 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12. Ich habe jetzt erstmal 4. Wir machen ja erstmal hier. 1, 2, 3. Und hier. So, die Treppen sind platziert. Hier haben wir sie alle in den unterschiedlichsten Varianten und in den unterschiedlichsten Farben. Finde ich, sehen eigentlich alle ganz geil aus. Die hier finde ich nice, die hellen finde ich auch nice. Ich mag das mittlerweile sehr, dass wir hier dass wir hier so unterschiedliche Steinstrukturen haben. Und dann wird es natürlich passend dazu auch den jeweiligen Raum geben. Wahrscheinlich auch in den ganzen Farbvarianten. Da haben wir nochmal in diesem Schwarz. Dann haben wir hier in dieser Variante diesen. Achso, das sind so wie die Zäune jetzt. Okay. Da ist jetzt hier nichts weiter spektakulär. Wenn wir mal hier das so machen. Dann das so machen in Blau. In dieser Farbe. Dann auch nochmal diese hier. Und diese. Da sehen wir, dass die hier alle die unterschiedlichen. Die unterschiedlichen Musterungen haben, wie bei den Zaunen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr cool. Passt farbig alles, aber ich bin doch tatsächlich ein bisschen erstaunt, dass es sehr, 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 sehr dunkel gehalten ist alles. Hätte ich tatsächlich nicht so mit gerechnet. Gebe ich ehrlich zu. Hätte ich nicht so mit gerechnet, aber it is what it is. So, dann ziehen wir uns wieder eine neue Wand, denn wir kommen jetzt hier zu den Fenstern und Türen, würde ich mal behaupten. Vielleicht können wir auch mal eine Etage höher gehen. So, wir machen mal unser Gitter hier wieder an. Eine Etage höher bitte. Achso, können wir noch nicht. Sehr gut. Aber dann fangen wir hier an mit den Fenstern. Wie viel? Ach, du heiliger Mann. Wir haben hier ein Fenster. Oh, wie groß. Holy. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich platziere erstmal alle. Und die gibt sie auch wieder in unterschiedlichsten Farbvarianten. Ach, du liebe Lieschen. Du ahnst es nicht. So. Holy Macaroni, das sind aber 12 verschiedene Farbvarianten. Gönnt uns EA mit diesem neuen Pack. Ich werd welk, sage ich nur dazu. Ich werd welk. Ich sehe den Wald vor lauter Fenstern nicht oder irgendwie so. Leute, ich habe jetzt hier gerade mal versucht, diese ganzen Fenster, die hier unten sind, einfach hier mal anzuplatzieren und auch noch umzufärben. Holy shit. Das war jetzt ein bisschen anstrengend, aber schaut euch an, wie schön die Fenster sind. Die Fenster gibt es in verschiedenen Varianten. Von den Farben her sind sie eigentlich alle gleich. Also alle Farben, die ihr hier seht, vor allen Dingen die da oben von dem Gelb bis zu dem Gelb mit dem Blau unten gepunktet ist hier. Zeige ich euch also die ganzen Farben, die gibt es zu den jeweiligen bunten Fenstern. Und die Farben hier, die gibt es zu denen, wo die so ein bisschen Steinoptik haben. Sonst unterscheiden sich die Fenster nur so minimal. Wir haben hier verschiedene Strukturen drin oder hier ein bisschen länglich. Hier haben wir die so mit zwei getrennten Streben drin. Hier haben wir wie so kleine Türen drin. Hier haben wir die ein bisschen schmaler. Hier oben haben wir offene Fenster, zu Fenster.
Sonst ähneln die sich alle sehr, 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 sehr gleich und haben auch alle die gleichen Farben. Ich sage euch, das war gerade ein bisschen anstrengend, das Ganze zu platzieren. Habe ich so auch noch nicht gemacht, aber war ganz lustig. Und ich denke mal, das wird es auch mit den großen Fenstern. Ah, guck mal, große Fenster gibt es gar nicht. Es gibt eine normale große Fenster. Okay, verrückt, wild, crazy. Aber it is what it is. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hier irgendwie hinbekommen mit Türen. Ich bin mal gespannt, wie welche Herausforderung das sein wird, das hier jetzt hier mit Türen hinzumachen. Denn das war eben gerade schon, war schon wild. So, wie ihr seht, hat sich hier alles ein bisschen verändert. Ich habe jetzt hier mal alle Objekte, die hier in diesem Bild für den Außenbereich und so weiter und so fort, alles platziert und umgefärbt und ach, hör doch mal auf, das war ein bisschen anstrengend, aber no way, no way, da müssen wir durch. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Türen, die wir haben. Ich finde sie tatsächlich sehr, 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 sehr schön. Ich mag diese Türen hier mit diesem kleinen Guckloch drin, die finde ich auch sehr schön. Hier sehen wir auch wieder, dass die ganzen kleinen Applikationen sich ändern pro Farbe. Manches ist auch ein bisschen gleich, manches nicht. Hier haben wir eine neue schöne Tür. Das ist hier eher so eine verrufte Tür, glaube ich, die so ein bisschen wie, ja, wenn du in so einen Club reingehst oder so weiter und so fort. Die Farben sind oder ziehen sich tatsächlich durch, dass es sehr viel blau ist, sehr viel rot, sehr viel grün. Das ist alles vorhanden, aber ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Hier haben wir auch nochmal neue Türen, die sind passend zu den Zäunen, die finde ich auch schön, sind sehr durchlässig, aber weiß ich noch nicht so genau, wo man das verwenden könnte, aber sieht ganz cool aus. Hier haben wir nochmal eine geschlossene Tür, hier haben wir nochmal so eine geschwungene Tür, die finde ich auch ganz schick. Und dann haben wir hier so eine Bögen, einmal in schmal und einmal in breit. Und dann haben wir hier Glastüren, die sind hier. Und hier haben wir so eine großen Türen, die auch wie die Zäune sind, sich dann tatsächlich verändern und auch sehr bunt sind. Hier unten haben wir auch nochmal drei Varianten, einmal in schwarz-weiß und in so grau- und bronzefarben. Dann haben wir hier neue Blumenkästen, das sind die verschiedenen Farbvarianten, die wir dazu haben. Es sind 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14 verschiedene Varianten. Und wir haben neue Markisen, hier sind sie. Auch in allen verschiedenen Farbvarianten. Und wir haben neue so eine Vorhänge hier. So eine kleine Balkone, die man so nennt. Einmal in Small und einmal in so etwas breiter. Ich hoffe, für euch ist es okay, dass ich das diesmal habe ein bisschen abgekürzt. Aber ich dachte mir so, ey, dieses Video, wenn ich jetzt da jedes Mal die Farbe abändere. Und das sind so viel. Das interessiert euch eh nicht. Ihr wollt die Objekte in den verschiedenen Farbvarianten sehen. Da sind sie. Und das ist ja darauf, wo es ankommt. Das sind die Objekte, die hier unter dem unter die Wandskulpturen zu finden sind. Hier sehen wir sie nochmal. Hier haben wir den Pflanzenkübel, die Markise und die beiden Balkone. Hier sind die verschiedenen Fenster, die wir auf der anderen Seite ja hier schon gesehen haben. Dort sind sie. Und hinzugekommen sind die Türen. Und dann gab es tatsächlich noch diese Tapeten. Und das war auch sehr wild, sie zu platzieren. Hier fangen wir an mit diesen bunten, beziehungsweise mit diesem rosenartigen, gefolgt mit doch auch sehr verspielten Tapeten. Hier ist es aber jeweils eine Strebe hier sozusagen aus einer Farbvariante. Dann haben wir hier einzelfarbene, sehr dunkle Farben. Und dann geht es noch in das Pastellige rein. Das finden wir auf der, nicht auf der anderen Seite, das kommt noch. Aber das sind eher so dunkle, gedeckte Farben mit so ein paar hellen Farben dazwischen. Dann haben wir hier die neuen Fliesenwände, sage ich mal so. So, da sind sie, die neuen Fliesen. Sehr gut fürs Badezimmer geeignet. Dann haben wir hier auch richtig schön neue Fliesen. So ein bisschen in dieses Südamerikanische geht es hier rein. Finde ich auch sehr, 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 sehr hübsch. Auf dem Boden seht ihr schon andere Sachen, ne? Habe ich auch gleich platziert. Und die gibt es dann auch nochmal einzeln, also ohne Applikation. Sondern einmal hier oben und dort. Also hier haben wir diese Applikation und hier haben wir die halt ohne. Hier sieht es ein bisschen aus wie Schokolade, muss ich ehrlich gestehen. Sieht ein bisschen aus wie Schoki. So, und dann kommen wir hier hin, dass wir hier so eine eher abgenutzten Sachen haben. Die finde ich eigentlich auch ganz schick. Und dann haben wir hier die bunten Pastelltapeten, die ich meinte. Die finde ich auch cool. Sehr knallig, sehr bunt, sehr farblastig. Aber irgendwie hat es was, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie hat es was. Und hier finden wir dann auch nochmal die hellen Varianten dazu. Irgendwie cool. Irgendwie ganz nett. Erinnert mich ein bisschen an Eiscreme, muss ich ehrlich gestehen.
An Eiscreme erinnert mich das Ganze. So, dann haben wir hier so eine Efeu gerankten Sachen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Und dann haben wir hier die Schlangenmuster-Objekte, die dort sind. Finde ich eigentlich ganz nice. Kann man bestimmt coole Sachen mitbauen, so alte Bars oder so. Finde ich eigentlich ganz nice. Und dann haben wir last but not least die Böden. Und hier habe ich eine Macke bekommen, Leute. Weil hier kann man die einmal hier so einzeln, ne? Da kann man sie so einzeln platzieren. Und dennoch mit so den Ecken. Und ich verstehe dieses System von diesen Ecken hier nicht. Das hat mich welk gemacht. Ich habe jetzt einfach das so gemacht. Ihr könnt euch da sehr gerne selber rumwurschteln. Ich habe eine Krise bekommen und dachte mir so, nee. Nee, 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 nee. Dann haben wir hier einmal verschiedene Fliesenformen, wie die Böden aussehen können. Passend auch dazu haben wir auch die Wände. Finde ich auch sehr nice. Hier haben wir die Fliesen, wo wir auch die Fliesen haben und die einzelnen Schoki-Sachen, sage ich mal. Ich nenne sie mal jetzt Schokoböden. Haben wir hier. Da. Und dann haben wir auf der Seite noch die etwas hier angehauchten Sachen mit dem Ganzen auch nochmal mit dem Efeu. Das sind so jetzt die Sachen, die es in dem Außenbereich geht. Jetzt machen wir mal einen ganz kleinen Cut. Ihr werdet es davon nicht mitkriegen, aber dann zeige ich euch die Sachen, die es zu verbauen gibt und die es innen drinne sozusagen für den Innenraum und so weiter und so fort alles gibt. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir zählen jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 runter und dann seht ihr schon die neuen Sachen. Let's go! Ah, und wie versprochen sind wir hier im Baumodus zu finden mit ganz vielen Betten, mit ganz vielen Sachen. Wir haben unser vibrierendes Herzbettchen in verschiedenfacher Ausführung. Schaut euch das an. Wir haben hier ein bisschen Leo, wir haben ein bisschen Tiger, wir haben ein bisschen Liebe. Wir haben hier unser verlassenes Heartbroken Bett, wo wir unser Herzschmerz ausweihen können. Und dann haben wir ein ganz normales Bett mit so einer kleinen, ja, Mulde da drinnen. Ist okay, finde ich. Sieht ganz schau aus. Hier haben wir ganz, ganz viele neue Stühle und Hocker haben wir hinzubekommen. Plastikstühle, normale Sessel. Hier unten auch nochmal so eine Art Basthocker und hier so eine kleinen Sachen. Alles in den verschiedensten Farben. Alles ist relativ gleich gehalten von den Farben her. Das finde ich eigentlich relativ schick. Hier haben wir auch noch mehr Stühle. Hier haben wir nochmal so eine Ottomane oder so eine Lingerie, nennt man das so? Ich glaube. Dann haben wir hier hinten ganz normale Bänke mit so drei Sitzer nebeneinander. Sieht so ein bisschen aus wie von einer U-Bahn oder einem Bahnhof oder so, finde ich. Dann haben wir hier auch nochmal so ein Hockergestell, so einen etwas länglichen. Und dann haben wir hier nochmal Bänke. Die finde ich richtig schön. Guck mal mit diesen Applikationen, mit den Schmetterlingen da drin, gefallen sie mir richtig nice. Gibt es auch in ganz verschiedenen Farben, ganz viele. Hier haben wir nochmal so eine Liebesbank, so eine Liebessteinbank. Die finde ich eigentlich auch ganz cute. Dann haben wir hier Tische. Hier nochmal so kleine Couchtische und Schreibtische. Hier geht es über weiter in weiteren Hockern, Kommoden. Hier haben wir die Kostümkisten haben wir hier. Gitarren. Schokolade, neue Duschen gibt es hier, Leute. Guckt es euch an, die neuen Duschen, sage ich euch hier. Dann haben wir hier neue Bars, die finde ich auch richtig cool. Einmal so eine etwas größere hier, wo wir so einen Limonenstand hier drin haben. Limonenstand, auch guter Deutschchris. Oder hier so eine ganz normale Bar, aber dann haben wir auch hier noch welche. Die sieht auch sehr schick aus. Also verschiedene Bar-Varianten. Genauso wie die hier, obwohl das so ein bisschen aussieht, als ob du hier Burger und so machen kannst. Aber die sehen eigentlich schon ganz cool aus, finde ich nice. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Bar, die wir benutzen können. So einen kleinen Cocktailtisch, auch in den ganz verschiedensten Farben. Sportgeräte gab es auch hinzu. Einmal so ein Hantelgerät und einmal ein neues Laufband. Dann haben wir hier nochmal für die Wand so eine, ja, ich weiß nicht, was das ist, so eine Stein-Applikation. So, Stein, so ein Geländer. Denke ich mal, dass du das da an die Wand schallern kannst. Ja, das ist, sind die neuen Bars. Und dann haben wir hier hinten nochmal neue Sitzgelegenheiten und Kuscheldecken. Hier sind sie. Und, wer hat's gedacht, hier unsere toten Tiere oder beziehungsweise unser nicht Lammfell, sondern Bärenfell in verschiedenster Ausführung. Und natürlich die Wuhu-Decke, Leute. Die Wuhu-Decke ist auch am Stissel. Die ist auch am Stissel hier in verschiedenster Ausführung, wo man drauf picknicken kann und ein bisschen Wuhu machen kann.
Wie ihr seht, hier ist noch einiges vor mir. Ich muss noch mal eine ganz kurze Pause machen, denn ihr schaut es euch an. Grundstück ist voll und ich kann euch verraten, ich habe noch nicht mal die Hälfte platziert. Aber let's go, kurzer Cut, kurze Pause, kurz Luft holen, ab dafür. Tada! Und da sind wir wieder. Ich habe die letzten Objekte hoffentlich alle gut aufplatziert und hingestellt und umgefärbt. Und ich sag's euch, jetzt habe ich 50 graue neue Haare mehr. Aber ist egal. Schaut euch an, wir haben hier nochmal eine wunderschöne geschwungene Bar, wo wir hier so eine kleinen Slushies oder Margaritas, was auch immer, machen können. Wir haben unglaublich viele Bilder bekommen für die Wände. Also muss man halt wirklich sagen, es sind halt super viele. Da seht euch den Axolotl an, das Hühnchen da hinten. So, so viele Sachen, die wir an die Wand dran machen können. Also das ist wirklich mega cool. Da kann man Kinderzimmer verschönern. Und anscheinend hier oben auch die LED-Sachen sind auch super cool geworden. Oder hier die Mosaikplatten. Finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Sind super coole Sachen dabei. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Und hier eins meiner persönlichen Highlights. Guckt euch die Flancels an. Sind die nicht cool? Sind die nicht mega nice? Richtig, richtig schau sind sie. Finde ich richtig tolle Pflanzen. Richtig toll. Wir haben eine neue Schaukel am Ende bekommen. Hier haben wir auch nochmal Pflänzchen. Kuscheltiere, ein Axolotl. Hier haben wir so eine Hantelbank, eine neue, hier so eine neue Schirme, wo man die hinstellen kann, wo man sich drunter setzen kann. Neue Gardinen haben wir hier bekommen. Neue Lampen in ganz vielen verschiedenen Farbausführungen. Die finde ich auch richtig cool. Die gibt es hier in drei verschiedenen Größen. Einmal lang, kurz und mittel. Die haben alle die gleichen Farben. Von den länglichen habe ich jetzt vier aufgestellt, weil das sind actually genau die gleichen Farben, die dort hängen. Dann haben wir hier so eine Rosenblütenfarben. Teppiche haben wir hier unten. Und die Teppiche finde ich richtig cool. Die sehen hier von der Struktur her aus richtig, richtig geil aus. Gefällt mir richtig gut. Hier haben wir nochmal die Axolotls. Guckt sie euch an. Sind sie nicht süß? Die kleinen Scheißies. Und Schweinis haben wir auch. Hier haben wir nochmal so eine Hängepflanze. Die finde ich auch richtig cool. Finde ich, ist auch einer meiner Lieblingsobjekte, muss ich sagen. Hier oben haben wir neue Ventilatoren. Und so eine Wasseraufbewahrungsbehälter. Und hier irgendwie so eine Deko-Hölzchen. Wofür die auch immer da sein sollen. Und wir haben hier hinten, guckt es euch an, ein bisschen Parfüm und Nilpferde. Sind sie nicht süß? Die kleinen Nilpferde, ich liebe sie. Zeige ich auch nochmal die Pflanzen hier nochmal so. Sind die nicht schön? Auch die hier, guckt. Tiny, oder? Sind schon cool. Hier haben wir auch zwei neue Objekte. Einmal so ein Grill und so ein Stand. Ja. Dann haben wir noch ein neu bekommen. Hier so eine Girlanden, die finde ich auch richtig schön. Die Dinger hier in verschiedenen Farbausführungen. Gefällt mir sehr weihnachtlich. Hier haben wir auch nochmal zwei Sachen für die Wand, die leuchten. Einmal hier so ein großes Konstrukt hier. Die Dinger hier sieht aus, wie als ob jemand rennt. Und dann haben wir hier zweimal, habe ich aufgestellt, auch so eine Leuchtdinger. Und hier so eine für die Wand. So eine, ja, so eine Lampen, so eine Halblampen. Mega cool. Hier haben wir nochmal Tonnen und Briefkästen. Hier haben wir die Besenkammer, die besagte, wo wir ein bisschen Wu-Wu machen können. In verschiedenster Ausführung, ich habe sie alle aufgestellt, ja, so fleißig war ich. Und dann habe ich noch ein Objekt, das ist hier, das sieht man glaube ich auch erst im Dunkeln. Mal gucken, wo das ist, ob das hier leuchtet. Hier, guck mal, ist das nicht cool? So ein Sternhimmel. Den gibt es auch für die Wand. Den muss man aber, glaube ich, erst freischalten. Aber der ist richtig cool. So ein Sternhimmel über der Wand. Richtig nice. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal die leuchtenden LED-Sachen. Richtig cool. Gefällt mir richtig nice. So, dann geht's hier weiter zurück. Dann haben wir hier nochmal eine ganz, ganz große Wand. Hier haben wir auch nochmal solche Pflanzenmonumente. Liebe ich. Vorhänge, Ventilatoren, Hausnummern, der Mann im Schlüpper, Vorhänge, hier so eine Perlenvorhänge, Spiegel, jetzt seht ihr mich nicht gerade, zum Glück nicht, aber in verschiedenfacher Rahmenausführungen. Unten haben wir die Bilder, Schlüppi, Tanzen, die traurige Frau, die Ballerina und hier haben wir auch nochmal Spiegel und auch nochmal Bilder, die wir hier in dem neuen Erweiterungspack bekommen.
Das war's, glaube ich, Leute. Das waren die Einrichtungsgegenstände. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsobjekt ist. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was eure Antworten sind. Benutzt gerne den Creator-Code ChristyAero mit 3R, alles groß geschrieben, findet ihr auch unten in der Infobox, falls ihr euch das Pack holen wollt. Damit unterstützt ihr mich, ist kostenfrei, kostet euch nichts, ist kein Mehraufwand. Über die EA-App würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank nochmal an EA für die Möglichkeit, hier euch das präsentieren zu können. Und ich würde sagen, arrivederci, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Chris.